Die neue Steam Mobile App ist da. Es könnte sein, dass es zu Weihnachten mehr PS5-Konsolen gibt. Und ein witziger Hinweis deutet auf den Release der Witcher Next-Gen-Version noch in diesem Monat hin. Das und mehr gibt's jetzt in den News. Die News werden euch frisch präsentiert von TikTok. Vor ein paar Wochen hatte ich es schon angekündigt, jetzt ist es soweit, die neue Mobile-App für Steam ist da. Endlich. Die alte App hat immerhin schon seit etlichen Jahren kein nennenswertes Update bekommen. Jetzt erstrahlt die App aber in neuem Glanz mit einer neuen Benutzeroberfläche und einer ganzen Reihe neuer Funktionen. Wie bisher kann man über die App weiterhin Benachrichtigungen erhalten, den Steam-Guard nutzen und die Wunschliste einsehen. Jetzt gibt es eine vollständige Bibliotheksansicht mit Links zu einzelnen Titeln, einfachen Zugang zu Anleitungen, Diskussionen und anderen Community-Funktionen und ihr könnt endlich von unterwegs aus auf eure Steam-Bibliothek am PC und am Steam Deck zugreifen, um zum Beispiel Downloads oder Updates zu starten. Weiter könnt ihr jetzt auch mehrere Konten betreuen, interessant zum Beispiel für Eltern, und auch eure Tauschgeschäfte betreuen. Aber die vielleicht praktischste Neuerung ist, dass der Steam Guard jetzt auch die Nutzung eines QR-Codes anbietet. Ihr müsst also in Zukunft nicht mehr euren Nutzernamen und euer Passwort eingeben, wenn ihr euch neu anmelden wollt. Sehr praktisch für Leute wie mich, die ständig ihren eigenen Nutzernamen vergessen, sondern könnt einfach den QR-Code auf der Anmeldeseite scannen und ihr werdet automatisch angemeldet. Genauso könnt ihr euch übrigens auch vom Handy aus von PCs abmelden und ihr habt Überblick über alle Geräte, auf denen ihr aktuell angemeldet seid. Als nächstes will Valve die QR-Anmeldung auch aufs Steam Deck bringen, da gibt es die Möglichkeit nämlich derzeit noch nichts. Auch sollen weitere Benachrichtigungstypen unterstützt werden und es soll eine Version der Liste für autorisierte Geräte für den Steam Client und Browser geben. Hey, we just updated the Steam mobile app and, oh wait, you didn't know we had a mobile app? Jetzt feiert sie bald schon ihren zweiten Geburtstag und ist immer noch echt nicht gut verfügbar, die PlayStation 5. Aber es gibt Hoffnung, dass sich das in den nächsten Wochen eventuell etwas bessert. Angaben des MST Financial Analysten David Gibson zufolge ist nämlich die Liefermenge von PlayStation 5 Konsolen in den USA im September im Vergleich zum Vorjahr um 400% angestiegen. Er geht davon aus, dass die verbesserte Verfügbarkeit zum einen auf das Weihnachtsgeschäft abzielt, zum anderen ein Teil dieser Konsolen aber auch schon zum Launch von God of War Ragnarök in die Läden kommen soll. Wie gesagt, beziehen sich diese Zahlen nur auf den US-Markt, es gibt aber durchaus Hoffnung, dass auch hierzulande aufgerüstet wird. Auch weil Sony rund 2 Millionen PSVR 2 Exemplare für den Launch Anfang des nächsten Jahres angekündigt hat. Alright, Morty, go. Talk about the thing. They paid us a lot. Okay, yeah, this is the PlayStation 5. It's really fast. Yeah, they really wanted you to mention the speed. That was really important to them. Das käme natürlich auch denjenigen entgegen, die zum Beispiel noch auf die Next-Gen-Version von The Witcher 3 Wild Hunt warten. Immerhin gibt ein Tweet von niemand anderem als dem Entwickler selbst, CD Projekt Red, jetzt Hoffnung darauf, dass die Version noch in diesem Monat auf den Markt kommt. Auf den ersten Blick denkt ihr vielleicht, hä, warum sollte das ein Hinweis auf die Next-Gen-Version sein? Denn der Tweet lädt ein zum Konzert 20 Jahre CD-Projekt auf dem Looker Comics und Games Festival am 28. Oktober. Aber das Cover, das mit dem Tweet veröffentlicht wurde, ist bisher ausschließlich im Kontext der Next-Gen-Version verwendet worden. Nun, das Gerücht ist vielleicht ein bisschen dünn, aber das Jubiläum wäre durchaus ein schönes Datum für eine Veröffentlichung eines der größten Hits des Studios. Among us, a legend. The one they call Geralt of Rivia, the White Wolf. Von vielen schon im Vorfeld als mögliche große Konkurrenz für Diablo 4 gefeiert, erschien das koreanische Hack-and-Slay-Action-RPG an December gestern kostenlos für den PC. Es war mit Manor Lords während des Steam Next Fests Anfang des Monats einer der großen Favoriten. Und während man bei über 40.000 gleichzeitigen SpielerInnen im ersten Moment durchaus von einem Erfolg sprechen möchte, bleiben die Glückwünsche mit Blick auf die Bewertungen schnell im Halse stecken. Innerhalb nur eines Tages hat sich Undecember mit über 2.000 Bewertungen das Label größtenteils negativ verdient. Nur 35% der Reviews sind positiv. Der Grund für sehr viele der schlechten Bewertungen ist das Monetarisierungsmodell. Erstmal hat man ein sehr kleines Inventar, das kann man erweitern. Das erweiterte Inventar wird dann aber schnell unübersichtlich, also muss man etwas kaufen, das das Inventar besser sortiert. Aber braucht man wirklich das große Inventar? Im Dungeon wird man nämlich gegebenenfalls schnell gekickt, wenn man den Loot selbst aufsammelt.
Zum Glück kann man sich aber für rund 10 Euro im Monat ein Pad mieten, das den Loot aufhebt. Offenbar war auch die Demo für viele in diesem Zusammenhang false advertisement, da man in der Demo bestimmte Dinge schon hatte, die man im Spiel nun für Geld kaufen müsste. Eine Kritik beschreibt, dass man locker 100 Euro ausgeben müsste, um das bequem spielen zu können, eine andere spricht gar von 220 Euro. Und selbst diejenigen, die grundsätzlich damit einverstanden sind, Geld für bestimmte Features auszugeben, beklagen sich, weil sie im Vergleich zu Konkurrenten wie Path of Exile einfach zu teuer sind. Also vielleicht doch lieber Path of Exile oder Last Epoch. Es ist inzwischen fast 5 Jahre her, seit Witchfire im Dezember 2017 erstmals angekündigt wurde. Nun sollte es dieses Jahr endlich herauskommen. Doch schlechte Nachrichten für alle, die sich auf den Shooter gefreut haben. Wie Entwickler The Astronauts vor einigen Stunden bekannt gab, muss die Veröffentlichung des Spiels leider auf Anfang 2023 verschoben werden. In einem Blogbeitrag begründen sie die Entscheidung damit, dass sie den Kampfablauf des Spiels von arenaähnlichen Begegnungen auf einen organischeren Open-World-Kampf umstellen wollen. Aber diese Umstellung ist bereits im vollen Gange und zu 95% fertig. Creative Director Adrian Cierlatz schreibt, es mache das Spiel besser. Sicher, man kann immer noch von der Hexe an dieser oder jenen Stelle gefangen werden und manche Türen sind verschlossen, bis man einen Schlüssel gefunden hat und es könnte zu gefährlich sein, Gebiete in der Nähe des Bosses zu betreten, bevor man bereit ist. Aber die Welt steht einem weit offen, um sie in fast beliebiger Reihenfolge zu erkunden und man kann sowohl vorstoßen als auch sich zurückziehen, wie es einem gefällt. Ein konkretes Datum gibt es leider noch nicht, aber das Team ist zuversichtlich, dass der neue Veröffentlichungszeitraum eingehalten werden kann. Neues Gameplay gibt es allerdings wohl dieses Jahr erstmal auch nicht mehr. Witchfire ist ein vielversprechend aussehender Fantasy-Ego-Shooter, der sich an modernen Spielen wie Destiny orientiert. Zum Start beginnt erstmal die Early Access-Phase und das Spiel wird exklusiv im Epic Game Store verfügbar sein. Und das war's wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid gut informiert. Wenn ihr mir das zeigen wollt, dann lasst gerne einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann schaut euch auf dem Kanal um und abonniert den auch direkt und aktiviert die Glocke. Wir laden nämlich täglich spannende, lustige und informative Videos hoch. Wie zum Beispiel dieses hier über Marauders oder dieses hier, das der Algorithmus platziert hat. Wir sehen uns morgen nochmal zu den News. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß und guten Loot.